Hallo aus dem Landhaus Ettenbühl. Ich stehe hier in einem Meer von frisch getopften, wunderschönen Rosen. Bei uns ist ganz viel los und das zeigen wir Ihnen heute. Nämlich, warum topfen wir jetzt schon die Rosen? Warum lassen wir sie nicht einfach wurzelnackt? Und wie funktioniert das überhaupt hier bei uns in unserer großen Halle? Wie wird da getopft? Wie wird da vorbereitet und so weiter? Und eben schlussendlich landen die Rosen dann hier. Schauen wir uns alles gleich im Detail an. A very warm welcome also to our English speaking community today. I know a lot of you guys are waiting for John today, but he will be back a week today on the 30th of November. We will have a little talk about climate change as promised, and I tell you, it's gonna be really interesting. He's not going to talk only about his roses, also about English roses, David Austin roses. There was a big article in The Guardian last week. So, interesting stuff, I promise. An alle, die auf den John warten, nächste Woche am Mittwoch, am 30. ist er zurück und dann werden wir unseren Klimawandel-Interview-Talk haben. Und da wird es wirklich sehr, sehr interessant werden. Aber heute geht es jetzt wirklich hier um diese super frisch getopften, noch vor ein paar Stunden oder Tagen wurzelnackten Rosen. Und Sie sehen, wie unglaublich stark die schon am Austreiben sind. Überall kleine, grüne, neue, junge Blättchen und eben tolle Austriebe. Und genau das ist der Punkt, warum wir so Druck machen, dass die jetzt so schnell wie möglich hier in die Töpfe und in die Erde kommen, weil wurzelnackt unserer Meinung nach jetzt einfach nicht mehr sinnvoll ist. Aber das schauen wir uns jetzt oben in unserer Halle zusammen an. Da wird festgearbeitet und ich zeige Ihnen den ganzen Prozess von der wurzelnackten Rose, bis Sie dann hier unten wunderschön im Freiland dann wieder stehen. Kommen Sie mit! Ja, hier ist der Ort des Geschehens. Wenn die ganzen Rosen frisch von den Feldern gerodet, wurzelnackt ankommen, werden sie hier bei uns in der Halle erstmal sortiert und ausgelegt und für den Versand parat gemacht. Ja, und jetzt ist es Ende November, knapp vor Ende November. Warum machen wir jetzt nicht wurzelnackt weiter, sondern topfen unsere ganzen Rosen schon? Hat einfach damit zu tun, wir haben keine Kühlhäuser, wie viele große Rosenbaumschulen, die einfach bei einer bestimmten Niedrigtemperatur die Rosen den ganzen Winter über in den Regalen, in den Kühlhäusern liegen haben. Die werden permanent gespritzt, die werden gewässert, damit sie eben schön frisch bleiben. Diese Möglichkeiten haben wir gar nicht, aber es ist auch nicht das, wie wir arbeiten müssen. Möchten mit den Pflanzen, weil wir finden einfach nach einer gewissen Zeit gehören die wieder in die Erde, die Wurzeln. Das ist ihr Element und da gehören sie rein. Außerdem haben wir natürlich hier in dieser Halle gar nicht die Möglichkeit, wenn es so mild ist, wie es jetzt die ganze Zeit noch war im November, dann sind die Temperaturen auch hier in der Halle zu hoch. Selbstverständlich wässern wir die Pflanzen dann die ganze Zeit, die nehmen definitiv jetzt keinen Schaden, aber wir sehen natürlich, dass die extrem aktiv sind und die Wurzeln, die wollen loslegen und machen schon kleine Faserwurzeln, ergo, die gehören in die Erde. Und wir haben ja diese wunderbaren Biotöpfe aus Kokosmaterial, die eben dann auch verrotten, wenn sie in die Erde kommen. Und das ist ideal, die können wir jetzt wunderbar in unsere Ettenbühler Bio-Rosenerde setzen, unsere Rosen, und dann werden die wieder raus ins Freiland gebracht, können dort wunderschön überwintern unter normalen Bedingungen, Kälte, Frost, Schnee, Sonne, und sind natürlich dann richtig starke Freilandpflanzen, bis sie zu Ihnen in die Gärten kommen. Und Sie in Ihren Gärten können die natürlich dann direkt mit dem Biocontainer in die Erde setzen. Ja, und man kann ja zum Glück den ganzen Winter durch pflanzen, solange sie ein Loch graben können, können sie immer eine Rose reinsetzen, ob jetzt in unserem Biocontainer oder eben wurzelnackt. Wir haben auch noch eine ganze Menge wurzelnackte Rosen jetzt zum Verkauf. Die bleiben einfach so lange im Erdeinschlag, in der Erde liegen, schön die Wurzeln abgedeckt, dass sie dann eben noch mal raus können als wurzelnackte Rosen. Aber die Großzahl unserer Rosen ist jetzt bereits getopft oder wir sind direkt dabei, jetzt dann zu topfen. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das hier drin alles funktioniert. Kommen Sie mit. Hier sieht man natürlich jetzt noch mal wunderschön, teilweise sind da auch noch dicke, fette Hagebutten an den Rosen dran. Das sieht natürlich auch toll aus, so kommen die dann auch wurzelnackt oder im Topf dann zu Ihnen. Und hier sehen Sie das sehr, sehr schön. Das ist eine neue Sorte von John Scarman, die hat auch bisher nur eine Nummer und noch keinen Namen. Schauen Sie mal, wie das hier drin jetzt auch schon treibt. Also das ist wirklich sagenhaft und deswegen so schnell wie möglich mit diesen
Damen wieder in die Erde, in die Töpfe und dass sie dann halt einfach wunderschön sich etablieren können, viele Faserwurzeln machen können und dann schon mal richtig starke Pflanzen wieder für sie sind, wenn sie zu ihnen in die Gärten kommen. Was Sie hier auch ganz schön sehen, jede Rosensorte hat bereits in ihrer Kiste ihr Bildetikett. Hier haben wir zum Beispiel die schwarze Madonna und das ist dann alles schon hier so ausgebreitet. Hier haben wir dann auch mal eine Katze statt einer Rose, die Salée, die ist noch gar nicht angekommen, deswegen ist die Kiste noch leer, aber die Bildetiketten sind schon mal vorbereitet. Und so arbeiten wir uns jetzt quasi durchs Alphabet. Zuerst werden die Strauchrosen alle getopft. Und da sind wir jetzt im Moment bei O angekommen, wie man so schön hier sieht. Ich denke, im Verlauf der Woche bis Freitag sind wir mit den Strauchrosen durch. Und dann geht es hier auf der anderen Seite mit den Kletterrosen weiter. Und dann sind wir wahrscheinlich Ende nächster Woche dann auch mit den Kletterrosen durch. Also das geht ratzfatz. Hier drüben stehen die großen Säcke mit unserer speziellen Erdmischung mit der Ettenbühler Biorosenerde und der Gartenfaser. Es gibt also immer einen Anteil Biorosenerde, der im Topf sitzt, wo die Rose drin sitzt, dass sie richtig schön einen guten Start hat. Die ist nicht besonders nährstoffreich, weil die sollen ja jetzt über den Sommer nicht, über den Winter nicht gepusht werden. Aber sie haben doch so viele Nährstoffe drin, dass sie eben an jedem Tag, der um die 5 Grad Celsius ist, einfach schön sich etablieren können und auch eben entsprechend Nahrung haben. Weil solange es nicht komplett frostig ist, da sind die ganze Zeit am Arbeiten. Und das ist eben dann auch der Vorsprung, den man im Frühjahr schon hat. Ja, und zum Schluss kommt dann eben auch noch mal ähnlich wie draußen im Garten in unseren Beeten eine Schicht Gartenfaser oben drüber, vielleicht einfach so eine 2 cm dicke Schicht in die Töpfe. Und diese Gartenfaser, kennen Sie unseren Rosenmulch, der sorgt eben auch dann in den Töpfen für ein bisschen Schutz, für eben einen gewissen Winterschutz. Die Veredelungsstelle sitzt ja schön tief in der Erde, auch im Topf. Und das ist dann einfach noch mal ein guter Abschluss, der auch die Feuchtigkeit ganz gut hält. Und diese Schicht Gartenfaser ist natürlich insofern auch wichtig, wenn ein Regenguss runterkommt oder wenn es richtig nass wird, dann saugt die quasi den Regen auf und die Feuchtigkeit bleibt schon in der oberen Schicht auch hauptsächlich hängen und gibt nur sehr, sehr wenig langsam Feuchtigkeit nach unten ab, sodass die Töpfe dann auch nicht richtig durchfrieren, weil sie nicht vollgesogen sind, die Wurzeln nicht vollgesogen sind und somit dann eben auch keine Schäden entstehen. Gehen wir mal weiter und schauen, wie das jetzt weiterverarbeitet wird. Hier werden nämlich die Rosen jetzt vorbereitet, jede Sorte. Hier ist im Moment jetzt die schöne Nostalgie in Arbeit. Und da sieht man nämlich jetzt schon ganz schön, wie hier die kleinen Triebe wirklich überall schon rauskommen. Also wird höchste Zeit, dass die Rosen wieder ins Freiland kommen. Und hier sind die Georgie und die Catalina jetzt am Vorbereiten. Die schneiden die Wurzeln noch mal ein bisschen an, aber nicht allzu viel. Wir lassen den Rosen recht viel Wurzel und gucken, ob irgendwelche toten Triebe oder irgendwelche abgeknickten Triebe noch mit dabei sind, die dann natürlich eben auch rausgeschnitten werden, sowas zum Beispiel hier. Und die Wurzeln, die sind meistens schon ganz gut vorbereitet, aber wenn da so ganz lange Ausreißer sind, dann werden die noch mal geschnitten und dann schon in die Töpfe verteilt hier. Und hier geht es dann schon zur nächsten Station. Wie am Fließband sozusagen werden die Rosen jetzt weitergeleitet Richtung Topfmaschine. Alles schön vorbereitet. Hier haben wir jetzt Natascha Richardson und die Nadja Renaissance. Also wir sind eindeutig bei N im Moment. Hier ist eine rausgefallen. So. Und hier sind wir schon an der Topfmaschine. Da steht der Josef, der mit mir Igelhäuser baut, der im Garten alles macht, der an der Topfmaschine ist. Also wir haben wirklich ein tolles Team, das hier in einem unglaublichen Tempo auch die ganzen Rosen jetzt verarbeitet. Sieht man ganz schön. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und hier wird dann die Gartenfaser noch aufgebracht, die letzte Schicht, wie ich gerade schon erklärt habe. Die Bildetiketten gesteckt und dann geht es auf den Laster und der fährt dann wieder runter ins Freiland, in unseren Rosenverkauf auf die Ebene 3, wo wir uns unten eben vorhin schon gesehen hatten und dort werden sie dann wieder ausgestellt. Ja, und hier sind wir jetzt dann schon wieder am Abladen
Und diese Ebene ist jetzt fast voll. Hier auf der Ebene stehen jetzt dann so ungefähr 6000 Rosen. Und wenn die voll ist, dann geht es in den anderen Bereichen weiter. Und wichtig ist jetzt halt wirklich, dass diese Rosen dem normalen Klima, allen Frösten und der Sonne und allem ausgesetzt sind und eben auf diese Art und Weise keine gehätschelten, vorgetriebenen oder in Kühlhäusern liegenden Pflanzen sind, die dann im Frühjahr vielleicht schon irgendwie einen Schlag haben. Wir sehen ja im Frühjahr, ob die toll ausgetrieben haben, ob es eine gute, starke Pflanze ist, bevor wir sie ihnen dann eben auch schicken, beziehungsweise wir sehen das auch jetzt schon, weil diese Pflanzen einfach wirklich gute Freilandpflanzen sind. Also wie gesagt, in unserem Online-Shop ist das jetzt die Variante J23, also quasi das Jahr 23, das ist die anstehende Saison. Und die finden Sie dann auch immer im Online-Shop unter dieser Variante. Und wie gesagt, man kann sie, solange sie in ein Loch graben können, in ihren Gärten und in ihren Beeten, können sie eine Rose reinstecken, ob es jetzt noch wurzelnackt ist, auch wurzelnackt gibt es noch viele, oder eben im Bio-Container. Dann, das ist also völlig wurscht. Aber wir sind happy, dass unsere Rosen jetzt wieder in der Erde stehen und trotzdem eben noch portabel sind und dann auch zu Ihnen per Post oder wie auch immer in Ihre Gärten kommen können. Ups. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, wie gesagt, und hier richtig die Fröste, der Schnee und sonst was reinkommen, dann werden wir mit unserem Vlies rausgehen und diese ganze Fläche eben vorübergehend mit Vlies bedecken, damit die Rosen dann auch einen schönen Winterschutz haben und auf diese Art und Weise dann eben auch gut über den Winter kommen. So, das war's für heute. Jetzt haben Sie mal gesehen, wie das alles funktioniert, von der wurzelnackten Rose bis zum Topf. Und würde mich freuen, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat. Und dann bis nächsten Mittwoch, wenn der John wieder da ist und wir uns den Klimawandel anschauen. Oder bis nächsten, jetzt am Sonntag, da gibt es auch alle möglichen Tipps zu Kletterrosen und Ramblern vor dem Winter, Winterfest machen. Und das schauen wir uns dann auch an. Bis dann. Tschüss.